Hi Leute, heute die nächste Folge von dem Mindtest. Also das ist ja irgendwie so wie Minecraft und die Programmierung von so einem kleinen Roboter ist genau dasselbe wie wie außerhalb, also praktisch wie wenn man das irgendwie außerhalb macht. Und dafür will ich irgendwie mal ein bisschen auf die Coroutinen eingehen. Das ist nämlich etwas, was man ganz selten sieht und was total nützlich ist. Dafür schnappen wir uns einfach mal einen neuen kleinen Roboter. Und dann zeige ich euch mal, was ich damit meine. So. Und wofür man das braucht und warum das irgendwie ohne das eigentlich gar nicht geht. Also das, wir gehen da mal raus für. Und gehen da irgendwie mal auf eine Wiese, wo wir niemanden, was wir, wo wir nichts kaputt machen können. So. Setzen wir mal hier hin. Und jetzt gucken wir mal, wie irgendwie so ein Ding funktioniert. Also in Spielen grundsätzlich ist das so, dass so ein Mob oder so ein Bot, auch so ein Roboter, wird einmal aufgerufen. Einmal aufgerufen, danach muss er durchlaufen, das Programm, und wieder das abgeben. So, und welche Sachen wie aufwendig sind, das muss möglichst schnell durchlaufen, dass ja alles in Echtzeit läuft. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, irgendwie sowas wie Say Hello, dann würde der, und ich starte das Ding, dann macht er nichts weiter als die ganze Zeit irgendwie Say Hello zu sagen. Ich mache hier mal den Kram auf. Ne, wo ist das? Say Hello? Achso, hat er nicht gemacht, ich habe es nicht gespeichert. Aha. Okay, stoppen. Also, Say Hello. So, und jetzt speichern wir das mal. Und lassen das einfach mal laufen und jetzt gucken wir uns das an. Also er sagt Hallo, Hallo, er wird immer wieder aufgerufen, dann verändert ja nichts an der ganzen Geschichte. So, wir stoppen das mal. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte jetzt also ich möchte jetzt irgendwie durchzählen, also for i gleich 1 bis 5, sage ich mal, do, say hello und Leerzeichen i. So, das soll er jetzt eigentlich irgendwie einfach nur durchzählen und end. Und damit das irgendwie einigermaßen vernünftig aussieht, der Editor ist furchtbar, sagen wir mal einfach so, Start. Was passiert jetzt? Wir sagen jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und jedes Mal, wenn er neu aufgerufen wird, wird er wieder 1, 2, 3, 4, 5 sagen. Und wenn ich jetzt irgendwas mache, was, das geht natürlich beim Sagen, geht das gerade noch. Aber wenn wir irgendwas Aufwendiges machen, wie zum Beispiel vorwärts laufen wollen oder so, dann sagt er, also ich sage jetzt einfach mal Move forward und das will ich 10-mal machen. Das kann ich natürlich so nicht machen, weil, so, das mache ich jetzt mal, Start. Und er zack, verschwindet sofort. Und warum sagt er das? Robot is out of operations in one step. Das heißt, ihr habt irgendwie so und so viel Sachen, die ihr auf einmal machen könnt und dann ist vorbei. Wie macht man sowas? Naja, das ist jetzt irgendwie normalerweise braucht man so eine State Machine, das habe ich irgendwie auch schon mal gesagt. Das heißt, ich sage if, if not i, also wenn das noch nicht definiert ist, dann i gleich 1 und if i kleiner gleich 5, 10, then move forward und else self remove. So, so können wir irgendwie ihn jetzt 10 Schritte vorwärts laufen lassen. Und i gleich i plus 1, sagen wir immer nach jedem Schritt, lassen ihn irgendwie langsam hochzählen. Und jetzt lassen wir es einfach mal laufen. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Er müsste auftauchen und na, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, war wieder klar. Nichts geht irgendwie ohne then, else, and, if i ist kleiner. If not, then, else, if, natürlich, klar. So, und starten. Ne? Else if, und ich habe immer noch einen Fehler drin. Ah, ich hasse das. If not, else if i kleiner gleich 10. If not i, then i
gleich 1. Das ist sozusagen die Anfangsbedingung, wenn das Ding da ist. Also wenn i kleiner 10 ist, dann move forward, ansonsten self remove and i plus gleich i plus 1. Das heißt, es läuft immer durch und jedes Mal, wenn er durchläuft, soll er das einmal machen. Und irgendwarum will er jetzt nicht else if i kleiner gleich i gleich if not i. Was sagt er? Gucken wir uns gleich mal die Fehlermeldung an. Da geht er. Dann war irgendwelcher Quatsch. Da war kein Fehler drin. Habe ich doch gesagt. So, er läuft jetzt 10 Mal durch und dann vernichtet er sich. Ups, das ist genau das. So, das ist das, was eine State-Maschine ist. Das heißt, er geht irgendwie, der hat ein State, also ein i, und das setze ich am Anfang und dann zählt dieser State hier immer wieder rauf, rauf, rauf. Das ist State irgendwie in Zustand 1, 2, 3. Solange er kleiner als 10 ist, soll er vorwärts sich bewegen. Jetzt können wir irgendwie einen nächsten State sagen, wenn das i kleiner gleich 20 ist, dann move right, sag ich mal, else vernichte dich. So, safe. Und jetzt starten wir mal und mal gucken, was jetzt passiert. Starten. Er fängt an, läuft los. 10 Schritte vorwärts. Dann sollte er sich nach rechts bewegen. Tut er nicht. Naja, klar. Jo. Jetzt hat irgendwie nicht funktioniert. Okay, warum auch immer. Erstmal machen wir mal hier, dass wir die Zeit wieder richtig kriegen. So. Und move right. Then else. Ach so. Ja. Er kann sich nicht bewegen, weil irgendwie das ist. So eine Kleinigkeit, ich habe mir das Fliegen beigebracht. Das Originalroboter kann das nicht, aber irgendwie mein Roboter, der kann fliegen. Und jetzt funktioniert das auch. So. Also, er läuft los. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann geht er irgendwie nach rechts. Und das ist jedes Mal, wenn das ein State durchläuft. Das ist natürlich irgendwie, wenn man so ein solche Programme schreibt mit ewigen if-else, 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 das ist tierisch unübersichtlich. Und jetzt kommt der Trick. Und das sieht man, dieser Trick, der wird praktisch niemals von irgendjemandem benutzen. Das sind die Coroutinen von Lua. So, und dafür holen wir uns die Coroutine. Die ist normalerweise versteckt und verschwunden. Das ist eine Coroutine. So, die holen wir uns hier rein. Und local co yield gleich Coroutine yield. So, das sind irgendwie die beiden Funktionen, die wir, also das ist die Coroutine ist die Library und yield ist die Funktion, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur ein if not step, then else end. So, und hier drin müssen wir jetzt nichts weiter machen als die Coroutine definieren und das machen wir so. Wir sagen, wir haben jetzt irgendwie einen Step, wir sagen Coroutine, Coroutine, Wrap. Und hier nehmen wir uns eine Function, die irgendwie dann losläuft, bis sie endet. Und in dieser Function lassen wir ihn jetzt for i gleich 1 bis 10, do move forward and for i gleich 1, 10, do move right and so. Das ist alles mit der Coroutine. Und ich zeige das gleich nochmal irgendwie, was genau eigentlich passiert, was genau die Magie ist von diesem Ding. Ich starte das Ding mal. Wie gesagt, das macht irgendwie. Ups. War klar, Robot out of available. Achso, ja klar, ich muss natürlich den Yield machen, ne? Das ist irgendwie das Ding. Das heißt, da, pass mal auf, mit diesem Yield, das ist irgendwie ein wichtiger Schritt. Das heißt, nach jedem, wir machen das mal ein bisschen so, dass ihr das sehen könnt, nicht alles in einer Zeile schreiben, sondern wir machen das einfach mal so ein bisschen übersichtlich, nicht wahr? Damit wir das alles schön haben. Und so,
Damit haben wir das hier. Das ist natürlich ein bisschen fortgeschritten, aber ich kann da nichts für. Ihr wollt Minetest oder Minecraft machen und da geht kein Weg dran vorbei. Wenn man das vernünftig, wenn man Game programmieren will und solche Bots machen, dann kann man das nur so machen. Und mit Yield springt man aus der Routine raus, aus dieser Coroutine raus und gibt gibt die Prozessleistung wieder frei. Ich zeige das gleich irgendwie direkt im reinen Lua-Programm und wir probieren aber erstmal aus, ob das funktioniert. So, er läuft jetzt wirklich mit einer einfachen Vorschleife. Nichts mit State oder sonst was, sondern das läuft einfach mit einer Vorschleife. Und warum läuft er jetzt nicht mit nach rechts? Weil ich irgendwie nicht Fly gemacht habe, sondern Move, ne? Ja, shit. War klar. Stopp mal kurz. Move, ja klar. Fly. Und da vorne ist nämlich ein Abgrund und er stellt fest, nee, ich laufe nur auf derselben Größe, Höhe, auf der ich gestartet bin. Und wenn da oben ein Abgrund ist, dann gehe ich nicht weiter, weil das wäre ja gegen die Regeln. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, fick dich, programmiere das einfach mal um und nimm das raus, dieses Limit, weil ich fliegen kann als Charakter und wenn ich fliegen kann, dann soll der Roboter auch fliegen können. So. Jo. Oh, das funktioniert hervorragend. So, nochmal irgendwie Blick in diese Routine. Einfach nur Vorschleifen, nichts mit State, weil die State Machine ist diese Coroutine. Und das gucken wir uns nochmal jetzt genau in Dings an. Wo ist er denn? Da. In Lua. Wie das genau ist. Also, wenn wir irgendwie eine Vorschleife haben, wo i gleich 1 bis 5, sage ich mal, do print i. So, end. Dann haben wir irgendwie diesen Kram. Okay, das kennen wir eigentlich. So, jetzt will ich aber, dass diese Routine aufgerufen werden kann. Und dafür sagen wir jetzt Step. Also ich nenne ihn irgendwie oder S nehme ich dieses Ding, nenne ich es mal Coroutine Wrap von Function for i gleich print. Yield. Da muss man eigentlich Coroutine. End. Und End. Zack. Und das müsste es eigentlich sein. Okay. Wenn wir jetzt sagen S, das erste Mal aufrufen, kriegen wir die 1. Seht ihr, wie der Roboter wird jedes Mal, wenn er aufgerufen wird, er bleibt in der Routine drin. Wo Yield ist, springt er raus. Und das läuft so lange, bis das durch ist. Dann kommt Neil zurück. Und dann gibt es einen Error, wenn man den Roboter laufen lässt. Das heißt, man muss auf dieses Neil achten oder darauf, dass diese Routine irgendwann aufhört. Das ist das Wichtige. Und das habe ich gemacht. Das ist implizit. Das habe ich implizit gemacht in dem Roboter. Ich habe es ja eben gerade gezeigt, wie das geht. Und genauso funktioniert der Roboter. Genauso funktionieren alle Mobs in Spielen. Genauso könnt ihr mit diesen Coroutinen arbeiten. Ich zeige euch nochmal, wo es diese Coroutinen, den Kram dafür gibt. Da ist in Lua und da gibt es ein Kapitel über Coroutinen. Da können wir irgendwie ein bisschen weiter, können wir uns das durchlesen, was alles geht und was nicht geht. Das geht ein bisschen ins Detail. Müsst ihr durch. Ich kann das nicht einfacher machen, als es ist. Dann gibt es auf Tutorials Point gibt es eine sehr hübsche Übersicht und da wird irgendwie praktisch mit diesen Coroutinen auch ein bisschen rumgespielt und das gemacht. Ist für alle Game-Routinen oder auch ansonsten ist das total nützlich, wenn ihr sowas macht. Und hier haben wir irgendwie bei Coroutinen beim Tutorial auf dem Wiki von Lua haben wir ebenfalls nochmal. Ich mache diese drei Dinger unten in einen Kommentar rein, damit ihr die schön habt. Und diese Sache ist super, super interessant. In anderen Sprachen wird das teilweise Generatoren genannt. Generatoren sind aber nur eine Untergruppe davon. Python zum Beispiel hat Generatoren. Ein Generator ist sozusagen so wie, man ruft ihn immer wieder auf und er gibt jedes Mal den neuesten Wert. Also sagen wir mal, man könnte jetzt eine Fibonacci-Folge mitmachen, ja? Damit man irgendwie dann immer sagt, irgendwie die nächste Folge von meiner Fibonacci, jedes Mal, wenn ich das aufrufe, möchte ich den nächsten haben, den nächsten Wert. Und das kann dann endlos laufen. Und genau sowas ist das hier im Prinzip. Bloß, ihr braucht das nicht für Fibonacci, man braucht es rein praktisch wirklich für so ein Spielkram wie
diesen Kram hier irgendwie mit so einem Roboter oder irgendwie irgendetwas, was man immer im Spiel programmiert. Jedes Mal, wenn so ein Mob aufgerufen wird, also so eine mobile Einheit, dann wird er nur einmal aufgerufen. Ich habe nur so und so viel Zyklen oder so und so viele Befehle, die ich ausführen darf. In diesem Fall diese Forward-Geschichte, damit der Server nicht irgendwie ins wie heißt das, nicht durcheinander kommt. Aber ich glaube, man kann zwei oder drei kann man sogar ausführen, bevor er irgendwie Hallo sagt, weil ich glaube, das ist, man hat normalerweise 10 Aktionen frei und dieses Forward zählt für zwei. Fly right und dann wird er wesentlich schneller. Aber das ist das Maximum. Mehr geht nämlich dann auch nicht. Ich speichere das nochmal und starte ihn. Und dann sieht man, dass er dann, sollte er, ups, immer, er macht immer drei auf einmal, wie ihr seht. Das ist ja auch ganz schön. Jetzt stoppen wir mal. Also das funktioniert. Und wenn wir vier auf einmal machen, dann, also es könnte sein, dass er bis zu fünf auf einmal macht. Aber ich glaube, jetzt machen wir mal vier auf einmal und dann gucken wir mal. Start. Vier macht er. Ja, okay. Stoppen. Fünf macht er auf einmal. Okay, das sind zwei. Zwei und zehn habe ich frei. So. Safe. Nochmal. Start. Whoops. Genau. So, das kann er gerade noch machen. So, und da geht er jetzt richtig ab. Also das ist jetzt ein richtig schneller Roboter. Okay, jetzt probieren wir mal Folgendes. Wir lassen ihn mal ein sechstes Mal laufen. Und das dürfte er nicht können. Definitiv. Genau. So, das heißt, hier haben wir genau fünf Aktionen hat er. Und hier hat er ebenfalls fünf. Das heißt, wir können ihn eigentlich ziemlich weit fliegen lassen. Und ziemlich schnell fliegen lassen. Und wenn man das irgendwie weiß, dann kann man eben so einen Roboter irgendwie halt irgendwie sehr viel effizienter machen. Übrigens für alles, was Echtzeit ist. Also auch wenn ihr irgendwie Industrieroboter später programmiert oder was weiß ich, was ihr macht. Dieses ist Key. Coroutine. Das ist. Ups, jetzt ist er so weit weg, dass er. Ah, ist available of operations. Ja, seht ihr? Das kann man so nicht machen, das ist zu krass. Deswegen, ich habe nämlich mit 5 habe ich nämlich Ärger gehabt. Das geht nicht. 4 versuchen wir nochmal. Also ich bin irgendwie vorsichtig gewesen. Ich bin bei 3 geblieben, weil er irgendwie mir bei mehr teilweise Ärger gemacht hat. 4 ist so, geht glaube ich gerade noch. Zack, zack, zack. Jo, und das ist jetzt ziemlich schnell, das Ding. Okay. Ja, das ist sozusagen so mal kurz gefasst, irgendwie mit den Coroutinen, wie das funktioniert und wie man das syntaxmäßig macht. Wie gesagt, ihr kriegt irgendwie den ganzen Kram, und die Links bekommt ihr in den unten in die Dings rein und ich schneide euch hier diese kleine Routine, die schneide ich euch einmal raus und die packe ich auch irgendwie unten in den Kommentarzeile rein, damit ihr es ausprobieren könnt. Fuck. Undo geht natürlich wieder nicht. Ah. Fuck. Okay. Ja, egal. Kriegt ihr eben nicht. Scheiße, wieder. Okay. Copy. Okay. So. Jo, wir sind eigentlich auch durch. Und ich sag mal so, das war ein kleiner Ausflug in die Coroutinen. Und jetzt habt ihr irgendwie gesehen, wie das funktioniert. Und ich hoffe, dass ihr damit Spaß habt und damit immer rumspielt. Kommt auf den Server vorbei, probiert das aus. Diese kleinen Roboter liegen alle da vorne in der Truhe. Und die könnt ihr euch irgendwie einfach mitnehmen. Und und dann wollen wir mal sehen. Und ich lege ihn jetzt gleich mal zurück, damit ihr den wieder habt. Ich glaube, das Programm ist natürlich damit zerstört. Zack. Baut keinen Scheiß damit. So. Aber achtet drauf, wie viel Zeit wir hier verbraucht dabei. Das ist gar nicht so einfach. Ich gebe euch Hilfe bei der ganzen Geschichte. Und jetzt habe ich mal wieder mein OBS gestoppt. Ah ja, hier ist das.
So, wir sehen uns das nächste Mal. Wir sind jetzt auch schon mal wieder bei 20 Minuten. Kleiner Ausflug in die Coroutine. Wenn ihr euch die Routinen bei Basic Robots anguckt, also ihr müsst, ich gebe noch einen Link auf Basic Robots, auf die GitHub und auf die Erklärseite von dem Typen, der das gemacht hat. Diese Basic Robots, da steht alles drin außer Fly. Fly gibt es nur bei mir. Ja, also das ist, was er geschrieben hat, da sind irgendwie kleine Beispielprogramme dabei. Keiner dieser Beispielprogramme benutzt Coroutine. Keiner. Teufel auch, ich weiß nicht warum. Warum das so schwer ist, das kann nicht so schwer sein. Es war doch eigentlich relativ einfach. Ich hoffe, dass ihr folgen konntet. Naja, wir sehen uns nächstes Mal. Viel Spaß und...